Mahlzeit, ihr Lieben. Grüßt euch. Es hat endlich mal geregnet. Die letzten 4 Wochen hat es hier gar nicht geregnet. Und jetzt ist der Regen hier vorbeigezogen. Und die Luft ist so schön gerade und das Grün ist so saftig. Da habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt jetzt einen Spaziergang machen. Wir haben zwar schon relativ spät am Abend. Der große Feuerball geht da hinten schon runter. Aber möchte ich mir nicht lähmen lassen. Sprich, einen Spaziergang Richtung Kanal und da ein Teechen schlürfen. Einfach nur die frische Luft genießen und die Feuchtigkeit in der Luft. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wird mehr so ein Vlog-Charakter sein, das Video. Ja, und dann quatschen wir ein bisschen. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin auch die Tage wieder auf eine Diskussion gestoßen im Thema Ausrüstung, was das Thema Ausrüstung angeht. Und da wurde eben halt darüber gesprochen, dass gewisse Sachen eben halt nicht so gut sind wie andere Sachen. Und dabei wird dann wieder völlig außer Acht gelassen, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Also, ich würde das mal ein bisschen ausholen. Man kann nicht von jemandem erwarten, der Birnen gewohnt ist, dass er Äpfel isst. Ne? Und umgekehrt genauso wenig. Sprich, wenn ihr Ausrüstungsgegenstände gefunden habt, die euch gefallen, wo ihr mit ihr Freude habt, dann sind diese Ausrüstungsgegenstände für euch in dem Augenblick genau passend. Ob es dann jetzt ein Apfel oder eine Birne ist, sagen wir dahingestellt. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es dann so, dass ihr euch dafür nicht rechtfertigen bei anderen müsst, was euch schmeckt. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das lässt man auch außer Acht bei vielen Diskussionen. Man kann nicht immer von sich auf andere beziehen und sollte auch nicht von sich auf andere beziehen. Und auch andere sollten nicht auf denjenigen beziehen, der eine Äußerung tätigt. Sei es in schriftlicher Form, Videoform etc. Tut in dem Punkt nichts zur Sache. Sprich, wenn er Meinung äußert zum Ausrüstungsgegenstand und diesen auch getestet hat und kennt, benutzt, sollte mit seiner fundierten Meinung respektiert werden. Und nicht denunziert. Ja, so viel dazu. Wir sind gleich da. Ich habe noch ein paar schöne Abendbrotaufnahmen für euch. Ja, die Landschaft an sich, ich liebe sie. Auch wenn sie nicht natürlich ist, aber sie ist künstlich angelegt, aber schön und natürlich belassen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ja, Heimat ist da, wo das Herz ist, habe ich mal gehört. Und ja, ja, und so was kann man ja wohl sein Herz verlieren an so einer schönen Heidenlandschaft. Heidelandschaft. Ja, ich bin jetzt hier circa 2 Kilometer nur jetzt kurz gelaufen. Also es ist nicht wirklich weit. Nicht für, sag ich mal, meine Verhältnisse, die ich sonst immer so abspule.
aber es tut trotzdem gut in der frischen Luft. Und gibt ja nichts Schöneres als einen guten Spaziergang, was Leckeres dazu noch zu trinken. Sprich, wenn wir jetzt gleich einen Tee machen, da freue ich mich schon sehr drauf. Werde mich jetzt gleich an so einem kleinen See doch lieber setzen. Habe ich mich spontan ein bisschen umentschieden, weil zuerst wollte ich mich am Kanal setzen, aber jetzt wieder am Kanal hocken, habe ich keinen Bock. Deswegen setze ich mich dann da an so einen schönen See und da werde ich mir dann, wie gesagt, einen Tee zubereiten. Da freue ich mich gerade sehr, sehr drauf. Und da gibt es nicht viel Schöneres für mich, als wie noch einen schönen Abendspaziergang machen, Tee trinken und dann vielleicht noch mit dem Hintern mal eben schnell in die Dusche rein. Und dann war der Tag dann halt. Ne? Und dann, also ich kann dann besonders gut pennen. Also so richtig schön. Und wenn man sowas weiß, dann sind solche Sachen, genau solche wirklich pimmelig einfachen Sachen, Entschuldigung den Ausdruck, aber in dem Tag eine Rotwortschnauze, sind solche wirklich einfachen Dinge im Leben alles, was man braucht, um ein bisschen Glück zu finden. In so einer Zeit, wo viele Sachen echt abhängig davon gemacht werden, wie viel Geld man hat, wo man herkommt, was für einen Status man hat. Und ja, ich meine, guckt euch das an. Ich bin hier mitten im Ruhrgebiet und habe hier wirklich so eine Idylle. Mitten am Straßenrand. Ja, und genau hier an dem See will ich jetzt mir einen Tee kochen. Jo, dann sitze ich jetzt hier auf meinem Hintern am See und gucke noch so ein bisschen raus, was gerade passiert. Ja, Tee ist schnell gekocht. Ich habe ihn mir schon in eine Tasche gepackt, weil ich ja wusste, dass ich den unbedingt machen will. Ich habe hier einen Caramel Apple Pie. Einmalig süß, ganz ohne Kalorien. Wer es glaubt, aber ist auch egal. Ja, jedenfalls, da schippern gerade die Schiffe am Kanal entlang. Das ist das Laute, was ihr da hört. Das kommt von der Ecke da. Ja, ich bin auf jeden Fall... Oh, jetzt verliere ich fast den Schwamm. Ich bin auf jeden Fall so jetzt mit dem Regen echt super happy. Und ich freue mich wirklich, wirklich, dass das richtig schön angefangen hat zu plästern. Und das hat ja bei uns geplästert, ne? Also das glaubt ihr gar nicht. Also das war echt eine Wohltat, das mal wieder zu erleben. Und ja, demnach zufolge bin ich jetzt echt froh, noch draußen unterwegs zu sein, auch wenn es schon, wie gesagt, ein bisschen später ist, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Solche Sachen muss man genießen, wenn sie da sind. Da bringt es nichts, sowas zu planen, sondern das sind dann spontane Sachen, ne? Spontane Sachen in der Form von raus, wenn soweit ist. Und ja, es war soweit und das ist einfach nur geil, ne? Also einfach schön. Und dann, wie gesagt, sich das Leben dann noch zu versüßen mit einem Tee, mit einfach nur so einfachen Sachen. Unbezahlbar, Leute, unbezahlbar. So, jetzt suche ich ein Stöckskes. Ist ja alles schön nass. Aber hier haben wir noch was. Hier haben wir was. Ja, damit ich meinen Kocher anzünden kann. Na, da war zu wenig Spiritus dran. So, da ist er doch. Da ist doch der alte Herr an. Jetzt muss er noch ein bisschen aufwärmen. Dann kann ich schon mal Wasser einfüllen. Eine schöne Tasse Tee. So. Et voilà. So, helfen wir dem Tee oder dem Spirituskocher mal. Es ist ja ungewöhnlich kühl heute. Zack. So. Ah, da ist er doch.
Ja, ihr Lieben. Zeit haben, Zeit genießen, Zeit erleben, Zeit fühlen. Alles so Begriffe. Ja, wer zischt denn da? Mein Kocher. Oh, und noch den Deckel vergessen. Auf jeden Fall was Zauberhaftes hier. Die Geräuschkulisse allein. Prost, ihr Lieben. Wird jetzt auch ziemlich schnell kalt, also es kühlt sich gerade gut ab. Ich kann meinen Atem teilweise sehen. Ja, die Kamera fängt das leider nicht so ein. Aber man sieht zum Beispiel am Tee, na gut, der ist heiß, der dampft, aber er wird gut knackig gerade. Und dann die Luft, die ist so frisch jetzt. Und die ganzen Düfte, die ich gerade einfange mit der Nase, weil die Trockenheit hat auch unheimlich viel Geruch weggenommen. Ich rieche gerade saftiges Gras, leicht modrige Erde, das Wasser vom See rieche ich, den Tee rieche ich natürlich auch, den ich mir gekocht habe. Es riecht nach einem richtig schönen nassen Frühlingsabend, was quasi ein sehr, sehr markanter Duft für mich ist. Ich verbinde damit sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen in Form von Landbesuchen oder da haben wir immer das Wochenendhaus von meinen Eltern auf dem Land besucht und wir waren jedes Wochenende waren wir da. Das war ein Campingplatz und das war eine Holzhütte. Wochenendhaus hört sich so extravagant an, aber es war eine Holzhütte halt. Und diesen Duft verbinde ich gerade damit. Es ist sowieso krass, wenn man älter wird, wie sehr sich Sinne mit Erinnerungen verbinden. Ist schon ziemlich markant. Also Sinneseindrücke verbinden sich mit Erinnerungen sehr, sehr stark. Ja, habe ich immer mehr, fällt mir das so auf zum Beispiel. Wobei ich ja auch, sage ich mal, noch gar nicht so alt bin, aber je älter man wird, desto mehr fällt mir das auf. Und das finde ich, ist schon eine interessante Entwicklung. Fragt sich, wo das Ganze hingeht. Ne? Aber wenn man Alzheimer hat, vergisst man eh den halben Mist. Ne? Naja, sind so Sachen, die jetzt mir gerade durch den Kopf gehen, wenn ich diese Düfte einfange. Und deswegen, Leute, geht raus. Geht einfach raus. Ich sag's ja so oft, ne? Aber genau solche Sachen, die sind einfach nur... Die sind unbezahlbar. Die bringen euch Erinnerungen zurück, die Momente. Die bringen euch in andere Welten. Hört sich jetzt sehr esoterisch der ganze Mist an, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, ne? Ihr vergisst ein bisschen vom Alltag, kommt runter, seid einfach nur ruhig und ihr kommt heim und ihr nehmt so viel mit davon, von diesen ruhigen Momenten aus der Natur, dass ihr auch was für eure Familie, für eure Mitmenschen mitnimmt. Wenn ihr gelassener seid und gelassener auf solche Situationen wie Stress im Alltag reagiert, dann könnt ihr allein nur durch solche Momente
viel, viel Gutes noch in die Welt bringen. Weil ausgeglichene Menschen in meinen Augen immer die Besseren sind. Ja? Bringt nichts, wenn man sich Stress macht. So, jetzt trinke ich meinen Tee. Bevor ich jetzt hier noch endlos weiter philosophiere, am Wegesrand, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie immer. Und danke für eure Zeit. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund in diesen Tagen. Haltet euch an die Spielregeln. Macht Sinn auf jeden Fall. Und da kommen auch wieder bessere Zeiten. Definitiv. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.